Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Heute geht es um LED-Streifen, um diesen kleinen Dinger hier. Und da gibt es sehr vieles zu beachten. Was das ist, das werden wir heute im Video erklären. Und nach dem Video bin ich überzeugt, dass jeder kann das. Starten wir mit dem ersten Unterscheidungsmerkmal der LED-Streifen. Am einfachsten zu unterscheiden ist die Farbe der Leiterbahnen. Es gibt blaue und weiße. Hier müsst ihr aber sehr aufpassen. Das Allerwichtigste ist, dass euch die Farbe gefällt, denn sie hat absolut keinen Einfluss auf die Funktion. LED-Streifen werden auch als regenfeste oder sogar komplett wasserdichte Varianten mit höherer Schutzart angeboten. Die Schutzart wird mit dem sogenannten IP-Wert angegeben. Die erste Kennziffer des IP-Codes ist Schutz gegen Fremdkörper und Berührung. Der Wert 0 bedeutet kein Schutz und der Wert 6 bedeutet vollständiger Schutz gegen Berührung. Die zweite Kennziffer bedeutet Schutz gegen Wasser. Sie geht von 0 bis 9. Hier wieder gleich, die Nummer 0 steht für kein Schutz und die Nummer 9 steht für Schutz gegen Wasser bei Hochdruck. Das heißt, wenn ihr eine LED wollt, die ihr unter Wasser montiert, braucht ihr mindestens einen Schutz von 7. Lasst uns jetzt aber einmal bei eBay einen LED-Streifen ansehen. Diese hier hat einen eBay 60 Schutz. Das bedeutet, durch die Nummer 6 vorne ist er staubdicht, aber da der zweite Wert 0 ist, ist er nicht wasserdicht. Das heißt, wenn dieser LED-Streifen mit Wasser in Berührung kommt, dann ist er kaputt. Der nächste LED-Streifen hat schon IP 65. Er ist wieder staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Dieser Streifen ist mit Silikon beschichtet und kann locker draußen im Regen verwendet werden. Der letzte noch gängige LED-Streifen hat einen IP-Schutz von 67. Er ist wieder staubgeschützt und den kann man auch kurzzeitig untertauchen. Bei dieser Version ist der LED-Streifen in einem Silikonrohr. Das nächste Auswahlkriterium eines LED-Streifens ist die Farbe. Sehen wir uns das anhand eines Beispiels bei eBay an. Es gibt die Farben Weiß und Warmweiß. Bei Wohnräumen werden meist warmweiße Töne um die 3000 Kelvin bevorzugt, die für eine gemütliche Stimmung sorgen. Für eine Arbeitsatmosphäre empfehlen sich neutralweiße Töne um die 4000 Kelvin. Richtiges Kaltweiß mit 6000 Kelvin empfinden die meisten Menschen als zu kühl oder zu bläulich. Dann gibt es noch diverse Einzelfarben der LED-Streifen wie Rot, Blau, Grün, Pink, Gelb, Eisblau. Und die LEDs, die Rot, Grün, Blau oder Rot, Grün, Blau und Weiß oder Rot, Grün, Blau und Warmweiß darstellen können. Zu guter Letzt haben wir noch die Correlated Color Temperature LEDs, auch kurz CCT. Die können eine Farbe von Kaltweiß bis Warmweiß darstellen. Auch diese LEDs gibt es mit der RGB-Kombination. Wie ihr seht, gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Farbtypen und Kombinationen. Aber jetzt schauen wir uns hier ein bisschen im Detail an. Starten wir mit den weißen und warmweißen LEDs. Auf den LED-Streifen werden diese weißen Klötze wie oben im Bild sichtbar verbaut. Die weißen und warmweißen Leuchten sind sehr einfach zu erkennen durch die gelbe Oberfläche. Die LEDs mit den Einzelfarben sind nicht so leicht zu unterscheiden. Oben im Bild seht ihr, wie so eine LED aussieht. Der RGB-Chip sieht gleich aus, aber er kann drei Farben darstellen, eben Rot, Grün und Blau. Mit diesem Chip können 16,7 Millionen verschiedene Farben dargestellt werden. RGB-Streifen mit den Zusätzen Weiß oder Warmweiß haben einfach den dazugehörigen Chip nebeneinander sitzen. Das CCD-LED erkennt man an den zwei gelben Streifen, die von der Farbe her etwas unterschiedlich sind. Zu guter Letzt haben wir jetzt noch das RGB-CCD. Hier wird auch wieder ein Modul von RGB montiert und das zweite CCB nebeneinander. Mit diesen LED-Streifen kann man alle Farben darstellen, aber auch das ganze Farbspektrum vom Kaltweiß zu Warmweiß kann dargestellt werden. Das nächste Kriterium ist jetzt wieder sehr einfach. Es geht darum, wie viele LEDs auf einem Meter verbaut sind.
Bei 30 LEDs auf dem Meter haben wir einen LED-Abstand von 33,3 mm. Bei den 60 LEDs auf dem Meterstreifen haben wir einen Abstand von 16,6 mm. Bei den 144 LEDs kommen wir auf einen Abstand, ihr erratet es sicher, 6,9 mm. Natürlicherweise, wenn mehr LEDs verbaut sind, braucht der Lichtstreifen mehr Strom. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Welche Leistung wird benötigt, um die LEDs leuchten zu lassen? Anhand dieses Beispiels sehen wir, die LED-Streifen benötigen 14,4 Watt auf den Meter. Es sind 60 LEDs pro Meter verbaut. Um welchen Typ es sich handelt, solltet ihr aber jetzt schon wissen. Nehmen wir jetzt an, wir wollen 3 Meter von diesen RGBW-Streifen verbauen. Jetzt müssen wir die 14,4 Watt mal 3 rechnen. Das können wir im Kopf oder einfach in Taschenrechner eintippen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, kommen wir auf 43,2 Watt für unseren 3 Meter Lichtstreifen. Wenn man jetzt noch wissen will, wie viel die einzelne LED an Watt benötigt, kann man das mit einer ganz komplizierten Hochrechnung lösen. Aber ich sage euch das Ergebnis, das sind 0,24 Watt pro LED. Als nächstes widmen wir uns der Spannung. Die Spannung wird in Volt angegeben und manche LED-Streifen benötigen 5, 12 oder auch 24 Volt. Um jetzt herauszufinden, wie viele Ampere Strom das fließen, müssen wir wieder unseren Taschenrechner bemühen. Und das geht folgendermaßen. Die Formel, um den Strom zu ermitteln, ist die Leistung durch die Spannung. Setzen wir jetzt die Werte von unserem vorigen Beispiel ein. Wir hatten 43,2 Watt und die müssen wir jetzt durch 12 Volt dividieren. Wenn wir uns nicht vertippt haben, können wir jetzt sehen, dass unsere LED 3,6 Ampere Strom zieht. Was wir jetzt anhand dieser Formel feststellen können ist, je höher die Spannung ist, desto kleiner ist der Strom. Jetzt gibt es noch Verlustleistung, Spannungsabfall und vieles, vieles mehr, aber damit will ich euch nicht plagen. Als Faustregel gilt, wenn ihr sehr lange LED-Streifen verwenden wollt, dann geht auf 12 oder 24 Volt. Wenn ihr auch sehr helle LED-Streifen haben wollt, also viel Weißlicht, auch besser höhere Spannungen verwenden. Da die meisten 5 Volt Netzteile von eurem Computer oder von euren Ladegeräten nicht viel mehr als 3 Ampere stemmen können, ist bei ca. 60 LEDs schon Schluss. Und das bringt uns gleich weiter zum nächsten Thema, das Netzteil. Sobald ihr ermittelt habt, welches Netzteil ihr braucht, müsst ihr immer mindestens 20% Reserve dazu rechnen. Wenn wir jetzt von unserer Beispiel-LED die 20% dazu rechnen, kommen wir auf 51,2 Watt. Da es keine Netzteile mit genau dieser Wattanzahl gibt, müsst ihr unbedingt die nächstgrößere nehmen, was hier denke ich 60 Watt sein dürfte. Also mit all unseren Informationen suchen wir jetzt ein Netzteil mit 12 Volt, das 60 Watt an Leistung bringen kann. Für alle internationalen Einkäufer da draußen, ihr müsst noch darauf Acht geben, dass ihr ein Netzteil kauft, das 220 Volt Eingangsspannung handeln kann und nicht nur 110. Solltet ihr so ein 110 Volt Teil anschließen, dann geht sicher euer Feuermelder los. Nach der ganzen anstrengenden Rechnerei widmen wir uns jetzt wieder einem etwas leichteren Thema, die LED-Typen. Auf die LED-Streifen werden sogenannte SMD-Bauteile verwendet. SMD steht für Surface Mounted Device. Die Nummern geben die Höhe und die Breite der LEDs an. Zum Beispiel die 5630 hat eine Höhe von 5,6 mm und eine Breite von 3 mm. Die gängigsten LED-Streifen haben eine 50-50 LED verbaut. Jetzt kommen wir zur Königsklasse der LED-Streifen, die adressierbaren LEDs. Bei der adressierbaren LED kann jede einzelne LED aus- oder eingeschalten werden oder auch eine eigene Farbe anzeigen. Mit diesen LED-Streifen kann man Regenbogenfarben erzeugen oder auch Lauflichter. Hier gibt es auch wieder eine ganze Menge an unterschiedlichen Typen. Ich gehe aber hier nicht ins Detail, weil das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Hier am oberen Bild sehen wir den aktuellen WS2812B. Dieser Chip hat einen Datenbus. Darunter ist der WS2813 und hier sehen wir, der hat zwei Signale für die Daten. Das hat den großen Vorteil,
Sollte eine LED kaputt sein, wird über den zweiten Kanal das Datensignal weitergeleitet und die LEDs leuchten dahinter weiter. Wenn beim WS2812B eine LED kaputt ist, sind alle dahinterliegenden LEDs finster. Kommen wir nun zum Schluss auf unseren letzten Punkt. Wie wird die LED angesteuert? Sehr viele LEDs kommen schon in einem Set mit Netzgerät und einer Infrarotfernbedienung. Mit dieser Fernbedienung kann man verschiedene Farben auswählen, Helligkeiten steuern und es sind auch ein paar Lichteffekte schon integriert. Eine andere Möglichkeit ist es, so ein Wi-Fi-Modul zu verwenden. Für so ein Wi-Fi-Set gibt es Applikationen für Android und für Apple und ihr könnt euren LED-Streifen über Google Home oder Alexa ansprechen. Wir wären aber nicht Eddie's Tech Lab, wenn wir unsere LEDs nicht über einen Mikroprozessor ansteuern würden. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Ich hoffe, dass ich euch eine gute Übersicht über die LEDs geben konnte.